Ja, willkommen zurück bei Astronir. In der letzten Folge haben wir ja unsere Ressourcen. Silikon erstellt. Und jetzt müssen wir den Rover packen und den Planeten wechseln. Bevor wir das machen, schauen wir mal, wie viel wir Wissenschaft jetzt. 3900. Ich würde nämlich gerne die Erdzentrifuge bauen, um ein paar Daten zu kriegen. Das heißt Daten, unabhängiger vom Suchen zu sein, ne? Dass man ständig nach Rohstoffen suchen muss und man sie einfach leicht aus Erde gewinnen kann. Mal sehen, ob ich das, ob das eine gute Idee ist. Muss erstmal gucken, wo die war. Das ist ein Roversitz. Eine Feststoffschubdüse haben wir schon entwickelt. Die Hydrazindüse 3700, ganz schön teuer. Wolfram- und Titanlegierung. Wir haben Wolfram- und Titanlegierung. Aber jetzt wollte ich die Erdzentrifuge machen. Also, die gibt es, glaube ich, hier irgendwo. Das sind Silos. So. Landeplattform. Forschungskammer haben wir. Was ist das hier? Das ist die Erdzentrifuge. Und dann war das das Chemielabor. Atmosphärenkondensator haben wir alles, bloß die Erdzentrifuge noch nicht. Die kostet auch nur 750, also her damit. So, wir brauchen Gemisch 2 und Aluminium 1. So, Gemisch 2 haben wir sicherlich. Und natürlich wieder eine Plattform. Oder? Ne, dafür drüben habe ich jetzt noch eine Plattform übrig. Also, Gemisch. Ich glaube, ich habe hier auf den Haufen etwas abgelegt. Genau. Einmal. Zweimal. Aluminium haben wir bestimmt nicht mehr. Wolfram mit. Laterit ist alle. Da werden wir mal versuchen, Laterit in der Handelsplattform zu tauschen. Wir haben ja hier was übrig. Jetzt nicht wieder ewig suchen müssen, wo wir das Zeug finden. Zack. Nee, wo war das F? Genau. Ist schon ein bisschen her, wie gesagt. Gemisch wollen wir nicht. Organisch, Lehm, Quarz. Graphit. Hier könnten wir auch Graphit machen, ne? Hier hätten wir zwei Graphit, aber wir wollen ja möglichst mehr. Wir wollen jetzt die Erdzentrifuge. Laterit. 1 zu 1. Naja, dann ist unser schönes Zeug schon wieder. Sieht man es noch? Ich glaube, das löst sich dann irgendwie auf und kommt dann nach einer Weile wieder. Und wir brauchen wieder Forschungsgegenstand. Beziehungsweise, was brauchen wir denn für eine Plattform? Schubdüse ist klar, brauchen wir vielleicht auch noch. Harz. Auf jeden Fall wieder jede Menge Harz. Gucken wir mal, ob wir noch Harz irgendwo haben. Hey, wie kriege ich das wieder weg mit F? Haben wir hier manchmal Harz geparkt? Ja. Ah, das machen wir dann. Jetzt holen wir uns erstmal unser Laterit ab. So, und machen da Aluminium draus. Geht's. So. Wir machen erstmal das und dann machen wir uns die Plattform. Aber hier ist schon Ressourcen einstecken haben. Wahrscheinlich können wir auch ein Lager einfach ins Raumschiff stecken, oder? So ein Lager hier. Mittelgroßes Lager. Mit einem Haufen überflüssigen Krimskrams. Hier haben wir Zink. Haben wir auch so gut wie noch nie gebraucht. So. Unser Aluminium ist fertig, aber ich will jetzt erstmal so, ob ich das hier reinbauen kann. Ah, da haben wir nämlich die ganzen Steckplätze. Man kann sogar zwei solche Lager mitnehmen. So.
Ja, das ist wieder durch die Gegend gekullert. So. Jetzt bauen wir uns, wo war das? Im mittelgroßen Lager, ne? So, den Traktor zur Seite fahren. So. Oh. Was? Wir haben kein Harz? Achso, haben wir nicht. Nein, wir wollten erstmal unsere Erzhändeschuhe bauen. Dann haben wir auch wieder Platz. Gehen wir hier irgendwelche Forschungssachen in der Nähe manchmal. Welche Pflanzen. Auf die Schnelle nicht, aber vielleicht kann ich hier auf den Berg mal gehen und Ausschau halten. So, gleich ist fertig. Da haben wir unser Zink hingelegt. Wir können es ja zumindest hier mal irgendwo reinstecken, wo wir es auch wiederfinden. Hämatit, Eisen, Argon und Titan. Und Kupfer. So. Das Ding ist fertig und jetzt brauchen wir eine Plattform. Dazu muss man einen Haufen Harz einstecken. Also einmal. Oh, habe ich weggeschmissen. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Große Plattform B, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Heben Sie uns erstmal auf für später. Dieses Geräusch, was man da im Hintergrund hört. Ich habe irgendwie einen Wackelkontakt an einem Kabel und da tut dann dauernd das DVD-Laufwerk ab und andocken. Muss ich mal ein neues Kabel installieren. Ich hoffe, es ist nicht ständig, sonst müsste ich die Aufnahme unterbrechen und das Kabel erstmal ziehen. Ah, das ist nur so am Rande. Also, wir haben uns jetzt unsere Erdzentrifuge gebaut. Und wir hatten ja hier diesen Atmosphärengewinner-Extraktor hier weggetan. Und da kommt jetzt halt die Erdzentrifuge hierher. So. Ausgepackt. Kann sie wieder nicht auspacken. Dann packen wir sie wieder hier daneben aus. Und stellen sie danach auf. So. Genau. Trennt Ressourcen von Erde. Und um Erde zu gewinnen, brauchen wir Container. Ich hatte glaube ich einen, den habe ich aber irgendwo komisches hingesteckt. Sehen, was man dazu braucht, um so einen Container für Erde zu machen. Kanister meine ich, ja. Na, nehmen wir hier das da dafür. Dann machen wir uns mal einen Kanister für Erde. Machen uns gleich noch einen zweiten, wo wir schon da dabei sind. Nee, das nicht. Wo ist mein Kanister? Hier. So, und jetzt gehe ich irgendwo hin, wo ich hier nichts mehr kaputt machen kann. Ich kann das hier ein bisschen einebnen, ne? Die Hälfte ist voll. Hoffentlich kriegen wir dann auch mit der Erdzentrifuge was raus, was wir gern benötigen. Der eine ist fast voll mit Erde. Und jetzt wird der zweite angefangen. Ich will hier aber auch kein Loch, keine Falle bauen für meinen Traktor oder sowas. Jetzt eigentlich ein bisschen einebnen. Achso, da gab es ja eine Taste, ne? Der einebnen Taste.
Ah, das war aufbauen. Wollen wir nicht. Ah, genau. Gleich haben wir einen zweiten voll. Gut. So, jetzt stecken wir die Kanister mal hier rein. Gucken, was passiert, wenn wir es zentrifugieren. Wo steckt man die eigentlich rein? Da oben? Erde benötigt. Na dann, bitteschön. Erde? Erde. Die ist auch noch nicht voll, aber der ist voll. So. Bauen noch mehr. Wo ist er? Wo hat er die Kanister hingetan? Hier. Aha, so funktioniert das also. Mach es bis zum Rand. Und dann haben wir halt noch ein bisschen Vorrat für ein andermal. Und hier machen wir uns einfach ein Loch ins Endliche. Muss ja auch ein bisschen was werden. So, einen haben wir wieder voll. So, und jetzt wollen wir Graphit machen. Gemisch? Nee. Harz, Lehm, Quarz, Graphit. Kriegen wir zwei heraus. Na dann los. Boah, wie lange das dauert? Ich habe keine Ahnung. Dann bauen wir uns Verpacker. Ach, da unten sieht man schon, was dabei rauskommt. Na, da brauche ich jetzt nicht erst losfahren, über den Planeten irgendwo zu suchen, wo das Zeug rumliegt. Sondern du musst hier einfach rausfiltern aus dem Erdreich. Das geht natürlich wesentlich schneller. Hoffe ich zumindest. Scheint gleich fertig zu sein. Oder nee, der Strom lässt nur nach. Weil der Wind nicht mehr geht. Ich hoffe, es wird gleich hell oder der Wind kommt wieder auf. Wie haben wir denn jetzt noch Forschungspunkte? 3200, wir bauen wieder ein paar. Wasserstoff. Sammeln wir derweil noch ein bisschen Erde. Dreck tut nicht weh, habe ich jetzt freigeschaltet. So. Und da ist unser Graphit. Links und rechts. Und jetzt machen wir ihn gleich mal wieder voll. Mit Erde. Zack. Und nochmal zack. Auffüllen. Und dann machen wir das Spiel gleich nochmal. So. Jetzt nehmen wir das Graphit schon mal an uns. Macht lustige Geräusche, ne? So, das auch. So, jetzt machen wir uns Verpacker. Die waren ja hoffentlich aus Graphit. Jawohl. Noch einen, da können wir schon Traktor und Anhänger verpacken.
Was wir natürlich noch brauchen, ist dann... Kann ich auch Aluminium raus machen, weil... Oder Laterit. Weil ich brauche eine Feststoffdüse, ne? Da können wir derweil noch mal ein bisschen Erde sammeln. Aus unserem Erdsammelloch. So, zwei volle Kanister wieder. So. Die können wir jetzt schon mal wieder da reintun. Zack. Und ihn auch. Zack. Na komm. Ihr seid daran. So. Und jetzt gucken wir mal nach, ob wir auch sowas aus der Erde filtern können. Nee. Ammonium, Graphit. Nee. Metalle kriegt man da nie raus. Wäre auch zu einfach gewesen. War halt noch eine Düse, oder? Ich erforsche schnell die Hydrazin-Düse. Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Da brauche ich aber irgendwas, was ich erforschen kann. Kann ich diese Dinger erforschen? Nee, ist rot. Objekt kann nicht erforscht werden. Naja, könnte schon, aber es ist ja erforscht. Ja, vielleicht die bessere Aussage gewesen. Wir gehen jetzt mal zum Raumschiff. Zu dem richtigen Raumschiff, zum größeren. Du lass mal hier ein bisschen Platz schaffen. Also das wollen wir mitnehmen. Das wollen wir mitnehmen. Das brauchen wir unbedingt. Und das auch. Energiezelle ist sowieso nicht verkehrt. So. Jetzt haben wir wieder Platz. Wir können mit unserem Traktor noch mal losziehen. Vielleicht finden wir auch noch einen Forschungsgegenstand, wenn wir einmal dabei sind. Also Laterit. Wir brauchen nämlich noch eine Düse, sonst kommen wir ja nicht los, aber... Jetzt mal schnell... hier vorbei. 34, immerhin. 48. Da hinten ist auch noch eins. Nummer 48. Hier vorne wäre auch noch eins gewesen, aber... Ah, ein Forschungsgegenstand. Da oben. Können wir dann vielleicht doch die Wasserstoffgeschichte probieren. Hier tun wir es mal rein. Da wo er hingehört, ne? In der Forschungsstation. Dann können wir während wir einen Ausflug machen, gleich noch ein paar Forschungspunkte erhalten. Das wird jetzt zwar nicht riesig viel bringen, aber immerhin. So. Da müssen wir noch ein bisschen näher ran. Da. Ah, wieder
dazu. Und gucken mal, wie es jetzt aussieht. 3350 ungefähr. Wir wollen die nächste Düse bauen. Hydrazin-Düse. Ja. Titanlegierung und Wolfram. Wolfram mit haben wir ja. Da machen wir schon mal Wolfram. Und 3.750, okay. Also, Wolfram. Eins lag zumindest noch rum. Kann man mit dem Astron irgendwas anfangen? Gucken. Irgendjemand hat gesagt, es wäre eine Handelsressource. Ich kann mir zwar nicht so richtig vorstellen, aber wir müssen mal. Nö. Das passt nicht hier, oder? Wo habe ich es jetzt hingeschmissen? Jetzt liegt das irgendwo. Jetzt liegt es hier. Naja, ja auch immer. Was kann man mit dem Astronium machen? Wer es weiß, bitte mal posten. So. Das Wolfram hat er schon mal weggeschmissen. Jetzt brauchen wir Titanlegierung. Jetzt gucken wir mal im Chemielabor nach. Titanlegierung. Ach, da brauchen wir Stickstoff. Da holen wir uns doch eine Feststoffdüse, weil Stickstoff merken wir uns mal vor. Kriege ich das wieder zu, so. Also, dann doch Laterit holen. Wenn wir unseren geparkten Rover hier irgendwo finden. Ja. Bauen wir in die Richtung, da müssten wir auch dorthin kommen. Wo unsere Höhle nach unten führt, die hoffentlich noch ein bisschen Laterit beherbergt. Wie gesagt, ich habe es jetzt vorige Woche erst wieder angefangen zu spielen und weiß da die ganzen Orte nicht mehr so hundertprozentig, wo das alles war. 24, das hat sich diesmal nie gelohnt. Ah, da sind noch welche. 17 und 18. Und noch eine Forschungsressource dorthin. Na, wir haben ja gerade eine drin. Nichtsdestotrotz will ich die Hydrazin-Düse trotzdem erforschen, ne? Dass wir die irgendwann mal aufhören können, ständig nach diesem Zeug zu suchen. Ständig uns Schubdüsen zu bauen. Feststoffdüsen. Ne? Sieht eigentlich aus, als würde Wind gehen, aber unser Generator dreht sich nicht. Also scheint das ein Trugschluss zu sein, beziehungsweise die Animation falsch. Wir können dann zwar eine Hydrazin-Düse bauen. Hoppla. Aber wir haben noch kein Hydrazin, was wir da reinfüllen können. Weil wir Stickstoff benötigen und jetzt haben wir unseren Atmosphärengewinner auf einem anderen Planeten stehen. So, jetzt müssen wir gleich wieder bei unserer Höhle sein, genau. Ist es schon. Bloß nicht sterben beim Runtergehen. Jetzt habe ich hier so schön Verpacker. Ah, das Gemisch, was da oben ist. Habe ich so schön Verpacker gebaut, nicht dass die dann weg sind. So. Kann mir wieder noch irgendwo Laterit sein. Jetzt tiefer hinab, dann habe ich dann aber keinen Sauerstoffzugang mehr.
57 Bytes. Ist okay. War das hier irgendwo? Ich weiß nicht mehr. Zumindest habe ich hier damals nach Laterit, glaube ich, gesucht. Vor irgendwie x Folgen. Nicht zu nah an die Pilze. Habe ich auch schlechte Erfahrungen mit den Dingern gemacht. Zumindest auf dem Moon, glaube ich. Ach, Sascha, Moon, wir sind ja gar nicht ein Kirby Space Program. Aber im mondartigen Himmelskörper. So, hier ging es runter. Vielleicht war das auch eine andere Höhle, wo das Laterit ziemlich gut erreichbar war. Aber da vorne sehe ich was Blaues schimmern. Ah, das ist, glaube ich, welches nicht darunter fallen. Eieiei. Gerade nochmal gut gegangen. Ja, wie machen wir denn das am gescheitsten, ohne hier runterzufallen? Ich habe mich hier schon mal scheinbar schon mal durchgegraben. Uah, nicht sterben. Naja, mittlerweile ist wieder Tag geworden. Und jetzt müssen wir den da, die Überreste einsammeln. Ja, ja, es nützt ja nichts. Aber die Richtung ist ja nicht weit. Mittlerweile haben wir bestimmt genug, um die Hydrazindüse zu erforschen. Aber jetzt war erstmal das Laterit, da muss ich halt ein bisschen... Wir versuchen, einen gescheiten Weg zu ebnen. Wir haben hier alles mit, was wir kriegen können. Klein Vieh, da ist unser Traktor. So, erstmal eine erste Abstiegsgeschichte machen. Der soll möglichst nicht drauf gehen, zumindest nicht gleich am Anfang. Ja gut, wenn er jetzt mal eine Weile leben bleiben würde. Damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Ich renne ja schon. Ich renne ja schon. Da hinten. Es ist, glaube ich, bald. Upsala. Hier war das gefährliche Loch. Da wir keinen Kanister haben, können wir jetzt gerade auch nichts aufschütten. Da war ein Zugang nach unten. Drüben. Geht's nunter. Wow. So, wo ist jetzt der Abgestürzte? Da drüben. Und hier ist auch Laterit. Also, lieber abgestürzter Typi. Dann sammeln wir mal schön ein, was du hier hast. Das kommt daran. Das kommt daran. Ja, ja, alles klar. Abducken, andocken. Das Wolfram dürfen wir auch nicht versauern lassen. Hat ja viel Nützliches dabei gehabt. Versteckverbindungen. Naja, mit der organischen Ressource tun wir nochmal beerdigen. Achso, das ist ja in unserem schon dran. Ist hier noch irgendwas? Nö. So.
Das ist Tink. Tink brauchen wir nicht im Moment. Ist vielleicht für Batterien später ganz nützlich. Hoffentlich kommen wir dann nachher auch wieder hoch. So, zwei Laterit haben wir schon mal. Gucken wir mal irgendwo sehen, wie man da am gescheitsten wieder hochkommt. Ich denke, irgendwann bin ich ja hier mal wieder hochgekommen. Muss ja zumindest in der Nähe dieser Dinger bleiben. Damit ich kenne. Ich ersticke hier unten. Ist das hier ein Aufstieg? Jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, zumindest geht es dort steil nach hinten. Mir geht der Sauerstoff aus, ich kann mir das ja nie leisten. So. Ah, jetzt bin ich wieder in der Nähe von dem. Da drüben ist ein Verbindungspaket, also ein Verbinder. So, jetzt müssen wir nur mal gescheit. Bin ich jetzt schon wieder oben? Ja. Gut, na dann zurück. Das Ding einstecken. Da haben wir doch alles, was wir brauchen. Machen wir uns jetzt eine Feststoffdüse. Jetzt bloß nicht nochmal sterben hier. Dann können wir ans Verpacken gehen und dann machen wir uns auf den Weg zum Waldmond. Drüben wäre auch noch was gewesen. Hätten wir das mal eher gesehen. Oh, wahrscheinlich nur eine kleine Menge. Oh, dort hätten wir theoretisch noch ein bisschen weiter gucken können, wäre vielleicht noch mehr gewesen. So. Jetzt versuchen wir wieder rauszukommen. Oben scheint es inzwischen finster geworden zu sein. So. Jetzt geht's nach Hause. Wind ist aufgekommen, jetzt kriege ich wieder Strom. Und dann muss ich ja vielleicht nicht nochmal mit dem Traktor los, dann kann ich den gleich verpacken. So. Durchwurschteln.
stehen bleiben. Raus mit dir. Jetzt müssen wir erstmal das Zeug noch hier reinstecken. Mit zwei. Es wird Tag, da werden gleich die Solargeschichten wieder angehen, hoffe ich. So, was brauchen wir für eine kleine Schubdüse noch? Ammonium. Ach, das hat man schon eingepackt. Atme hier eins, da fällt es runter. Wenn es zum Runterfällt, ist mir auch ein Rätsel. Jetzt muss ich hier ein Ammonium dran stecken, jawohl, da hinten. Ja. So, wir versuchen mit einer Feststoffdüse auszukommen. Ich will hin und zurück, reicht's ja. So, doch. In der Zwischenzeit. Das wollten wir erforschen. Ach, die Düse. Ist ja auch hier. So, und so. So, Hydrazinschubdüse. 3750 mal 4288. Also haben wir die schon mal erforscht. Wolfram und Titanlegierung. Titanlegierung hat uns der Stickstoff gefehlt. Oder? Ja, irgendwie so war es doch. Aber wir haben unsere Düse jetzt fertig. Und die? Ah, ist noch dran. Also die funktioniert noch. Weiß nicht, ob wir da bis hinkommen, aber vielleicht. So, na da packen wir jetzt mal ein. Wir haben jetzt zumindest eine einstecken. Dann holen wir sie nochmal runter und die auswechseln. Wo haben wir unseren Traktor hingetan? Da drüben. So ein Winddings haben wir bereits eingepackt. So. Einmal Verpacker bitte. Und schon haben wir unseren Traktor einstecken. Einmal Verpacker bitte. Und schon haben wir den Anhänger einstecken. So, brauchen wir noch was? Bohrer haben wir ja auch schon. Unsere Batterie haben wir, glaube ich, schon drüben gelassen. Hier können wir jetzt noch ein paar Verpacker. Wir machen mal noch ein paar Verpacker auf Reserve. Und noch ein. Dann können wir unseren Traktor dann auch wieder mit rausnehmen. Aus dem Zentrum des Planeten. Ne, dann noch ein paar Mal hin und her fliegen. Titanlegierung, also Stickstoff. Ne? Machst du uns auf den Weg. War noch irgendwas vergessen. Ja, jetzt gut, dass gleich zu wissen, also Strom haben wir, Bohrer haben wir, einen Traktor und einen Anhänger. Damit muss es bis zum Mittelpunkt gehen. Zumindest von dem Mond, wo wir hinwollen. Ne? Also starten. Bleibt die Düse dran. Wir werden es erleben. Ja. Wunderbar. Vielleicht hatte ich die auch schon ausgewechselt, hab's vergessen. So. Wo ist dieser Waldmond? Das ist der Glacio, waren wir auch schon. Da hinten. Novus. Ich habe nicht daneben geklickt. Hui. So, jetzt müssen wir noch einen Landeplatz finden.
Oh ja, einem aktivierten. Also an dem da wahrscheinlich. Muss man halt einmal rum, weil... Ne, war der aktiviert? Der war, glaube ich, nie aktiviert. Gucken mal, vielleicht ist es das dort. Dann müsste nämlich dort... ich durch auf der falschen Seite lande. Aber ich habe ja noch eine Reserve-Düse einstecken zur Not. Müsste ja sehen, ob es funkelt oder nicht. Ja, das ist aktiviert. Das war auf andere. Der ist noch gar nicht aktiviert, den wir gerade gesehen haben. Dann wäre ja sonst was passiert, wenn wir da gelandet wären. Wir wären zwar nicht gestrandet, denn wir haben ja eine Ersatzdüse einstecken. So, gehen wir mal hier runter und hoffen, dass das die Stelle ist. Jawohl. Fantastisch. So. Haben wir schon mal verlassen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier Stickstoff kriegen. Oh, der hat hier einen Haufen Krimskrams gemacht. Und jetzt soll er aber was anderes machen. Kein Metall mehr. Stickstoff. Unzureichende Konzentration. Nicht zu fassen. Vielleicht auf unserem Heimatplaneten, dann können wir den dann wieder verpacken und wieder mit rübernehmen. Gut, egal. Zunächst gilt es wieder zum Kern zu kommen und das Ding... Warum ist das eigentlich hier nicht verbunden? Bin ich zu weit entfernt gelandet? Ach doch, das ist alles, oder? Stellen wir halt mal noch einen Verbinder auf. Vielleicht hat es den auch umgeweht. So. Jetzt. Können wir hier dabei noch was forschen? Mal, ob irgendwo noch irgendwas liegt, was wir da reinstecken können. Hier geht es nach unten. Hier können wir dann mit dem Traktor langfahren. Wäre eigentlich sinnvoller, ja, mit dem Traktor die Ausflüge zu machen, nicht zu Fuß. Komm, wir gehen jetzt zum Traktor und bauen erstmal auf. Beziehungsweise den habe ich ja einstecken, muss gar nicht hingehen. Traktor. So, raus mit dir. Der andere Traktor ist ja auch noch da, aber der ist unten. So, drehen wir uns das zurecht. Na. So. So, als nächstes. Ah, Bohrer, warum nicht? So. Und jetzt natürlich der Wind. Jetzt muss unser Traktor erstmal aufgeladen werden, auch solange kein Wind ist. Nützt das nicht viel. Habe ich diese Energiezelle mitgenommen? Das könnte ich gleich mal machen, aber die habe ich natürlich vergessen. Aber jetzt ist Wind aufgekommen. Und jetzt ist er voll. Jetzt könnten wir auch schon wieder runter. Aber wir wollten ja erstmal gucken, ob wir hier noch was finden. Aber nachts hier auf den dunklen Boden rumherfahren. Naja, falls wir in eine Höhle fallen, dann geht's halt gleich zum Kern. Achso, mit dem Traktor könnte ich jetzt eh nichts mitnehmen. So, wie war denn das gleich noch? Den Traktor, wie hat man den den Bohrer, wie hat man den angeschaltet? Es gab eine Taste. Vergessen welche. Okay. Ja, konnte man auch ein bisschen hoch und runter natürlich machen.
Ah, wie hatte man das gesteuert? Nicht indem man aussteigt? Drin sitzen muss man schon. Ich habe gerade gemerkt, ich habe das Zeug vergessen mitzunehmen. Die Frage, komme ich hier noch raus? Wieder zum Stützpunkt zurück, um mein Material zu holen. Weil ohne dieses Kunststoffzeug, was wir da haben, ist es natürlich sinnlos, da runterzufahren. Das wäre beinahe schief gegangen. So, zwei Kunststoff mitgenommen. Wo war das jetzt? Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Und zwar lieber bei Tageslicht. Nee, das war das Falsche. Wieder raus. Luft holen. Es gibt ja normalerweise auch so ein Symbol, ne? Wo der Traktor ist. Also das war nicht unser Loch, unser gebautes. Hier liegt auch irgendwas anderes drin. Forschungsprobe. Es wird gleich Tag, dass wir hier besser sehen, wo wir unseren Traktor geparkt haben. War das hier? Ah ne, hier geht es ja nicht weiter. Das muss ja ein Loch sein, was bis nach unten, ein Stück nach unten führt. So, jetzt wird's hell, jetzt werden wir's ja wohl hoffentlich finden. Möglichst ohne abgeschossen zu werden von irgendwelchen Pflanzen. Hier ist eine lange Spur. Und da führt sie nach unten, okay. Also. Versuchen wir's mal bis runter. Also schmeißen wir nochmal an. So. Jetzt geht's abwärts. Wow. Fallen wieder. Was sind das für komische... Oh ja, haben wir gleich mal eingesammelt, was immer das war. Jetzt wird es schon härter und da ist auch schon der Kern. Ja. Oh. Halt, bleib stehen. Irgendwo muss er jetzt mal stehen bleiben. Bitte landen. Komische Schwerkraftverhältnisse. Und wieder runter. Und da bleibst du hoffentlich liegen. Jawohl. Gut. Raus mit uns. Was liegt hier? Eine Forschungsprobe. Nehmen wir mit. 613 Bytes, ne? Das hat sich gelohnt. So.
Und jetzt habe ich hoffentlich die richtige Ressource gemacht. Ha! Jawohl! So, einen brauchen wir für die Gegenseite. Und wir müssen noch einen zweiten machen, wie wir gelernt haben. Deswegen habe ich ja zwei mitgenommen. Dann können wir nämlich den Kern aktivieren. Ha! Und dann können wir uns rausbeamen. Und dann die ganzen Traktoren wieder hier einsammeln. Es müssten ja jetzt zwei hier unten sein. Einmal rum. Hui. Und da. Nicht entschlüsselbar. So, da muss man drauf. Ja, Novus freigeschaltet. Wir haben Novus erweckt. So. Astronier. Mensch, du alter Erwecker. Jetzt können wir ja jederzeit hinbeamen. So, nur mal gucken, wo wir unsere ganzen Traktoren hier verlegt haben. Komm ich jetzt wieder raus? Ach so, gut. Schwerkraftverhältnisse, gar nicht so einfach. Einmal rum, irgendwo muss er ja stehen. Da stand er hier ziemlich am Rand. Ne? Unser Traktor, zumindest der, mit dem wir so jetzt gekommen sind. Irgendwo muss auch noch einer stehen. Ah, da. Okay. Also, was nehmen wir mit? Wahrscheinlich erstmal den Bohrer. So, zwei Verpacker haben wir ja noch. Zack. Also, für den nächsten Planeten haben wir schon mal mit dem Bohrer. Kann auch sein, dass der Bohrer dann irgendwann nicht mehr reicht, sondern dass man einen stärkeren braucht. Aber jetzt nehmen wir noch mit, hat man nicht zwei Verpacker? Ja, hier. Unseren Traktor natürlich. So. Dann machen wir uns noch ein paar Verpacker und holen noch den Rest. Und dann kann ich ja inzwischen, weil was machen wir in der nächsten Folge, kann ich ja mal gucken, wo wir den anderen gelassen hatten. Ich kann mir ja nochmal umgucken. Sonst gucke ich mir einfach das Video nochmal an, wo wir hier runter sind. Irgendwo muss er ja stehen. Es sei denn, während dem halben Jahr, was ich hier gewartet habe, hat sich der durch die Updates und sowas in Luft aufgelöst. Alles möglich. So, hoppala. Kommen wir wieder hier drauf. Heller Schnittpunkt. Könnten wir den eigentlich noch fix aktivieren? Das machen wir noch. Ich hoffe, da haben wir Sauerstoff. Bin mir nicht sicher. Genau, eigenartiger Stein. So. Mal gucken. Ah, hier müsste ich nicht in den Weltraum treiben. So, welcher ist das jetzt? Ist er das? Mal gucken, irgendwo passt er vielleicht. Sieht eher aus wie das, ne? Ja. Der ist es auch. Vier. Was dann passiert, weiß ich natürlich nicht. Brauchen wir diesmal mit gar nicht mit einem Raumschiff hin. Weiß ich, welcher Planet das ist. Muss ich das Muster mir nochmal angucken. Wie sah das Muster aus? Also alles Kreise. Alles Kreise. Drei Kreise, drei große Kreise und da sind drei kleine Kreise dran. Da wollen wir hin. So, also. Drei große Kreise.
sind drei kleine Kreise dran. Sieht nur, welche aktiviert sind. Das könnte eigentlich nur der sein. Nein. Ja, genau. Der ist es auch. So, wo kommen wir jetzt raus? Wieder im Zentrum, oder? Zack. Das ist ja zum Glück auch. Jetzt auf der Oberfläche. Können wir gleich sehen, ob wir den richtigen Planeten erwischt haben. Ja. So, jetzt wird man natürlich wieder einen Verpacker brauchen, um unseren Atmosphärentrans-Dingsbums mitzunehmen. Was kann der eigentlich? Kann der hier noch irgendwas anderes noch machen? Wasserstoff nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Der kann gar nichts mehr machen. Ich kann ja meinen freiräumen. So. Methan kann er machen. Mit Wasserstoff und Methan. Oh ja, lassen wir noch ein bisschen Wasserstoff machen. Bis zur nächsten Folge. Ich brauche ja wieder Verpacker und die kriege ich ja hier nicht. Ich kann ja zurückfliegen und mir noch ein paar machen. Und dann holen wir die ganzen Traktoren hier raus und versuchen zum nächsten Planeten dasselbe Spiel zu machen. Bis dahin habe ich auch das Kabel von diesem einen DVD-Laufwerk repariert. Dass es nicht andauernd ab und an dockt. Gut, aber bis dahin sage ich tschüss. Euer Astronier. So, Astronier, versuche nochmal zu winken. Nee. Auch nicht. War es nicht das? Na gut. Tschüss. Ist zwar Nacht, aber man hat es gesehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.